Einen wunderschönen guten Morgen aus Basilikos zum Wochenstart am Montag, nicht um 8 Uhr, aber mit einer Geschichte, die einfach auch wieder mal beweist, dass das Leben nicht immer so geplanterweise verläuft, wie man manchmal glaubt, dass man es planen kann. Deswegen, es ist nicht 8 Uhr, weder in Griechenland noch bei dir zu Hause. Du schläfst wahrscheinlich noch, so wie viele andere auch hier. Ah, da ist jemand wach, juhu. Ich bin seit 3,5 Stunden wach. Warum? Weil ich geplant hatte, bei der Sonnenaufgangswanderung mitzugehen auf den Skopos. Das ist der Berg, den es da gibt in Vasilikos, auf Zakynthos, und wo einmal in der Woche im Zuge der Sommerakademie Menschen ganz bald aufstehen in ihrem Urlaub, um einen wunderschönen Sonnenaufgang zu erleben. Tja, und voll motiviert, schon gestern voller Vorfreude. Ich habe gestern allen erzählt, dass ich mich so freue auf den Sonnenaufgang, und dann alle, ja, super, ist echt toll. Und auch gab es natürlich die Stimmen, boah, so bald aufstehen und oder ich habe das schon mal gemacht. Im Urlaub ist nicht für jeden, dass er aufstehen möchte. Aber ich bin ja voller Vorfreude trotzdem gewesen, weil ich mich auf schöne Aussichten am Morgen schon freue. Wenn der Tag startet mit einem Sonnenaufgang, haben wir gedacht, ist das einfach wunderbar. Jetzt sind wir dann dorthin gefahren und ausgestiegen und haben gemerkt, irgendwie riecht es sehr verbrannt. Und die, die was die Nachrichten verfolgen, wissen, dass in Griechenland relativ viele Brände auch waren und immer noch sind, so wie es ja auch tatsächlich beim Skopos dann der Fall war. Und vielleicht, weiß nicht, ob man es sieht, aber er steht total im Rauch. Das heißt, der Ausblick wäre vielleicht nicht so super gewesen. Auf dem Weg da drauf, also wir haben einmal, wir sind ausgestiegen und merkt, boah, irgendwie stinkt es da ziemlich nach Verbranntem. Und haben dann Feuerwehrautos dort stehen gesehen, die im Wald bestätigt haben, dass da scheinbar irgendwie nicht so gescheit ist, raufzugehen. Wir haben dann irgendwie mit unserem doch leisen Reden dann einen dieser Feuerwehrmänner wach gemacht, weil die haben dort geschlafen, und er hat gemeint, it's not safe. Okay, dann war klar, wir gehen dort nicht rauf. Tja, was macht man dann so irgendwie um 4 Uhr am Morgen, 4.30 Uhr entscheidet man sich, okay, geht man jetzt noch ins Bett oder was macht man, geht man an den Strand? Und hier haben wir dann entschieden, ich gehe an den Strand, weil dann schaue ich mir einfach am Strand an. Strand ist ja super. Und vielleicht siehst du, da ist es ziemlich wolkig. Das heißt, ich habe jetzt auch keinen Sonnenaufgang am Strand gesehen. Aber weißt du, was auch ist? Die Sonne ist trotzdem aufgegangen. Die Sonne geht nämlich immer auf. Und ich lasse mir weder meine Vorfreude nehmen, noch muss ich mir jetzt aus das reinsteigern, dass es irgendwie jetzt nicht so ist, wie es ist. Und ich weiß aber, dass ich das in der Vergangenheit wirklich gemacht habe, dass ich mich unglaublich ärgern konnte, wenn die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie gelaufen wären in meiner Welt und wie es sein hätte sollen. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist die Natur und da kann man nicht entscheiden, ob jetzt da die Wolken sich vor die Sonne schieben oder was auch immer. Aber ehrlich, ich habe mich über auch solche Sachen tatsächlich aufregen können. Und ich weiß, und wenn ich mich umschaue, ist es ja so, dass Leute sich über solche Sachen aufregen, nach wie vor. Weil es regnet, weil es nass ist, weil es zu heiß ist, weil es zu kalt ist, weil es was auch immer. Und was auch immer deine Gedanken dazu sind, was auch immer du planst, plane weiter. Genieße die Vorfreude auf das, was du planst, und behalte dir diese Freude, weil die kann dir in Wahrheit nur einer nehmen, das bist du selber. Und ich hoffe, dass, ob du dich auf einen Sonnenaufgang freust oder was auch immer, dass deine Freude anhält und du gut in die Woche startest, die wahrscheinlich auch für dich die ein oder andere Überraschung bereithalten wird, denn das Leben ist so, hat immer wieder Überraschungen für uns. In dem Sinn, freudvolle Überraschungen für dich, mit lieben Grüßen aus Zakynthos. Alles Liebe und noch einen wunderschönen Start in deine Woche.